Ja, nur haben wir ein paar Übungen gemacht dazu, um mal ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, wie man sowas rechnet. Ich werde das relativ kurz halten, weil die reinen Rechenschritte, die sind dann leicht. Also auf spätere Fehler, die passieren können, werde ich noch eingehen. Wir haben jetzt einfach mal losgelegt und haben gesagt, los, das übt unwahrscheinlich. Wir nehmen jetzt mal wieder die Linearform einer quadratischen Gleichung. Zweimal ergibt sich eine Linie und die Linie kombiniert ergibt ein Quadrat, eine quadratische Funktion. Multiplizieren es nochmal aus. Macht das mal zu Hause, macht Pause und macht das einfach mal. Das macht sich ganz gut. X mal x und so weiter und so fort. Dann zusammenfassen. Die Normalform ermitteln. Pause drücken. Was wird sich dann hier ergeben? Denn wir wissen ja die Lösungen schon, die stehen ja schon beinahe da. Und siehe da, wir haben das dann gemacht. Jetzt am besten Pause drücken, anhalten, nochmal gucken zu Hause. Links die beiden Lösungen, das müsste eigentlich ganz klar sein. Und weil hier nichts steht, steht hier eine stille 1 davor, deswegen ist P1 und Q minus 20. Minus minus, ne, hier dieses minus Q, heißt, ich muss minus minus, also plus 20 dazu addieren. Und die 20 glatt sind 80 Viertel. Und dann kann ich wieder die Wurzel ziehen, das geht nämlich leicht. 81 Viertel ergibt sich daraus. Und aus 81 die Wurzel ist 9 und unten aus der 4 ist die Wurzel, daraus die 2. Sodass ich dann schon sehe, x01, 2 hat diese Art Lösungen. Und das muss ich dann bloß noch einzeln hinschreiben und dann habe ich es. Ergibt einmal 4 und einmal 5 und siehe da, ne, das. Ich mache es wie gesagt deswegen, damit wir sehen, aha, das ist gar nicht so schlimm. Hier habe ich noch ein Minus vergessen. Naja, das kommt davon. Geht mir auch so. Achtet auf die Minuszeichen. So, noch ein Beispiel, ganz schnell mal, ist mir irgendwas eingefallen und auch hier jetzt ausmultiplizieren bitte zu Hause. Richtig stur, das übt unwahrscheinlich und jetzt Pause-Taste drücken. So, jetzt machen wir das. Ziehen dann alles zusammen. Die x können wir ja zusammenzählen, die minus 4x und die 1,1x zusammengezählt und dann ergibt das eine Normalform, wie wir sie so langsam kennen. Wie gesagt, die Normalform, ich gehe dann nochmal später drauf ein, beziehungsweise bin schon drauf eingegangen in anderen Videos. X Quadrat minus 2,9x und so weiter. P ablesen, Q ablesen, einsetzen in die Formel allgemein. Am besten, man schreibt die ungefähr noch 10-mal selber in der allgemeinen Form hier links selber nochmal hin und setzt danach ein, dann kann man sie bald auswendig. P Quadrat Viertel steht da drin, das ist wie P halbe in Klammern zum Quadrat. Hier habe ich mal ein bisschen Schreibarbeit gespart, weil man schön schnell tippen kann. Ich meine hier oben 2,9 zum Quadrat mal 10. Achtung, das ist nicht 2,9 mal 10 mal 2,9 mal 10, das hier, sondern ich habe hier einfach quadriert. Und habe mit 10 erweitert und dann kommen wir wieder auf diese Werte. Also es ist immer dasselbe Prinzip. Gut, diesen Weg nochmal nachvollziehen zu Hause, genau die gleiche Aufgabe und dann hat man schon viel verstanden und wir können darauf aufbauen. Viel Spaß beim Üben.